Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Es gibt globale Fragen über das Universum, die immer und immer wieder gestellt werden, die natürlich auch wichtig sind. Also zum Beispiel, wie alt ist das Universum? Also wir wissen ja heute, das ist 15 Milliarden Jahre alt. Das ist eine wichtige Frage, die die Entwicklung des gesamten Universums betrifft. Wie groß ist das Universum? Nun, wie krass ist das Universum, können wir natürlich nicht fragen, weil wir wissen nicht, ob es krass ist oder fett oder was auch immer momentan an Eigenschaftsworten noch in der deutschen Sprache gerade noch übrig geblieben ist, zumindest ab einer bestimmten Altersschicht. Jetzt soll die Frage sein, wie kalt ist das Universum? Und diese Frage ist nicht irgendeine Frage, sondern sie hängt viel mehr mit unserer Existenz zusammen, als Sie jetzt vielleicht noch ahnen. Wie kalt das Universum ist, bestimmt die Existenz von Leben sogar. Also ist die Frage heute, wie kalt ist das Universum denn? Also was können wir denn erwarten über die Temperaturen im All? Ja? Und Sie werden sich wundern, wie wichtig es ist, die Temperatur der verschiedenen Himmelskörper herauszufinden, denn dass wir verschiedene Himmelskörper haben, das ist ja klar. Mit was fangen wir denn an? Nun, beginnen wir erstmal mit der Frage, was ist überhaupt Temperatur? Das ist gar nicht so einfach. Was ist Temperatur? Ja, Temperatur hat was mit Wärme zu tun. Ne? So naiv denkt man, das hat was mit Wärme zu tun, natürlich auch mit Kälte. Wie messen wir Temperatur im Allgemeinen? Mit irgendwelchen Stoffen, die sich ausbreiten, also ausdehnen oder zusammenziehen, wenn die Temperaturen sich ändern. Ne? Fieber, klassischer Fall beim Fieberthermometer, Hitze führt dazu, dass das Quecksilber steigt, Kälte, ist klar. Was passiert da? Offenbar wird da Energie von einem Körper zum anderen übertragen und der aufgewärmte Körper, in dem spielt sich irgendwas ab. Also um es kurz zu machen, Temperatur hat was mit Bewegung von Teilchen zu tun. Wenn Teilchen sich sehr schnell bewegen, hohe Temperatur. Merken, brauchen wir nachher noch. Wenn Teilchen sich langsam bewegen, niedrige Temperatur. Jetzt ist natürlich auch klar, wenn Teilchen sich also sehr schnell durcheinander bewegen, dabei geht Information verloren. Ja, ist klar, ist wichtig, wird noch ganz wichtig werden. Also zum Beispiel eine Gaswolke, die sagen wir mal, nehmen wir mal 100 Millionen Grad heiß ist. Die ist wesentlich unordentlicher, physikalisch gesprochen, als eine Gaswolke, die minus 250 Grad kalt ist. Warum? Nun, weil in diesem heißen Gas die Teilchen sich so schnell durcheinander bewegen, dass sie zum Beispiel nicht in der Lage wären, sich zu Molekülen zusammenzubringen. Bei so einer Wolke, die richtig kalt ist, da geht das durchaus. Also, die Frage der Information und der Temperatur hängt also unmittelbar zusammen. Und weil Lebewesen, ja, also jetzt zum Beispiel wir sind ja sehr... Also nicht, weil wir informationssüchtig sind, sondern wir selber stellen ja eine Information dar über die DNA-Moleküle zum Beispiel, überhaupt über Moleküle. Das bedeutet, wir Lebewesen, wir können gar nicht in einem Gas existieren, was 100 Millionen Grad heiß ist. Ist klar. Also Sie merken schon, fängt an, die Temperatur des Universums geht in die Richtung von Nicht-Gleichgewichtssystemen. Ja. Na, ich erzähle Ihnen das nachher weiter. Fangen wir erstmal an. Temperatur ist jetzt soweit klar, hoffe ich. Also schnell ist heiß, langsam ist kalt. Gucken wir uns das mal an, was haben wir denn für Temperaturen? Nicht? Also hier auf der Erde typischerweise, naja, sind wir mal großzügig, 20 Grad plus, ne? Celsius. Nun misst der Physiker, misst in einer etwas anderen Temperaturskala, das sind Kelvin, also 0 Grad Kelvin sind minus 273 Grad Celsius. Das ist also der absolute Nullpunkt. Also alle Temperaturen, von denen ich jetzt rede, das sind Kelvin-Temperaturen. Also typische Temperatur von einem Planeten, großzügig 300 Kelvin. Ne? So, Pi mal Daumen. Gut, scheint also eine relativ eine interessante Temperatur, sagen wir mal. Gucken wir uns mal an, wie heiß ist die Sonne? Die Sonne bringt ja Temperatur, nämlich Wärme, und das ist übrigens, Wärme ist übrigens die niedrigste Form von Energie überhaupt. Also Wärme, alles kann in Wärme in diesem Universum zerlegt werden. Jede Bewegung kann in Wärme zerlegt werden. Also Wärme ist wirklich das Mieseste, was es überhaupt gibt. Und nun, damit also von der Sonne Temperatur und damit Wärme zu uns kommen kann, muss die Temperatur auf der Sonne höher sein. Das hört sich jetzt lächerlich an, ist es aber nicht. Nun, wie heiß ist die Sonne? Die Sonne ist ein guter Stern, ein sogenannter G-Stern. Und die Sonne hat eine Oberflächentemperatur von rund 6000 Grad. Das ist aber nicht die Temperatur, die sich in ihrem Innern abspielt. In ihrem Innern sind nämlich die Temperaturen 15 Millionen Grad. Und immer Kelvin, aber Sie merken schon, der Unterschied von Celsius zu Kelvin spielt bei diesen großen Temperaturen überhaupt keine Rolle mehr. Was spielt sich im Innern des Sterns ab? Die Atomkerne verschmelzen miteinander und transportieren über Gammastrahlung. Also dabei bei dieser Verschmelzung entsteht Gammastrahlung, die Gammastrahlung transportiert sich raus. Und am Ende, da die Gammastrahlung langsam in Röntgenstrahlung verwandelt wird, dann in UV-Strahlung, und wenn sie dann oben an der Oberfläche der Sonne angekommen ist, sind wir bei einer Strahlung, die einer Temperatur von 6000 Grad entspricht. Also, der Temperaturunterschied zwischen innen und außen ist gewaltig. Also, die Information im Innern der Sonne, das können Sie vergessen. Die Temperaturen sind riesig, gewaltig.
Naja, jetzt haben wir also einen Planeten, jetzt haben wir einen Stern. Wie groß ist die Temperatur des Sonnenwindes, also des Materials, was von der Sonne wegfließt? Naja, das ist ziemlich dünn, das kann mal heiß sein, das ist mal kalt. Der Sonnenwind ist aber schnell. Oder überhaupt, Gase, die sehr dünn sind da draußen, die bewegen sich sehr schnell. Und nun, aufgepasst. Hohe Geschwindigkeiten heißt hohe Temperaturen. Also, wenn ein Gas mit 1000 Kilometer pro Sekunde in ein anderes Gas hineinbrettert, dann entspricht das ungefähr einer Temperatur von 100 Millionen Grad. Das ist doch schon mal was. Also, wie muss man sich das vorstellen? Ja, quasi Auto auf Wand. Ja? Bumm. Also, wenn eine Wand einem Auto im Weg steht und die kinetische Energie des Autos müsste, wenn es ein Gas wäre, wenn das Auto aus Gas bestünde, würde das Gas heißer werden. Ne? Beim Auto geht es natürlich nicht, da wird es in Knautschenergie umgesetzt. Wie diese Fotos aussehen, wissen Sie ja alle. Das heißt, die Bewegungsenergie wird schlagartig freigesetzt und dabei wird die Umgebung, nun ja, mit weniger Informationen versehen. Ne? Also vorher hatte man die Motorhaube und danach hat man nur noch so einen Haufen Matsch. Das ist der Übergang von geordneter Energie, nämlich dem fahrenden Auto, in ungeordnete Energie, nämlich dem Unfall. Naja. So. Also Sie sehen schon, das Thema ist wirklich extrem irdisch. Wo haben wir stehen geblieben? Genau, wir hatten also Planeten, Sterne, dann gibt es noch die Gaswolken. Die Gaswolken sind ja diejenigen Objekte, aus denen die Sterne entstehen. Ja? Nun, wie entsteht ein Stern? Durch den Kollaps einer Gaswolke. Die Gaswolke muss aber, damit sie kollabiert, kalt sein. Unglaublich kalt. Also ich kann Ihnen sagen, es gibt Gaswolken da draußen, die sind also knapp über dem absoluten Nullpunkt. Ja? Die sind richtig kalt. Und weil die so kalt sind, haben die keinen Druck. Denn Temperatur und Druck hängt natürlich miteinander zusammen. Niedrige Temperatur bedeutet niedriger Druck. Die Schwerkraft zieht die Wolke zusammen. Und dann entsteht in dieser ehemals kalten Wolke, das muss man sich mal überlegen, ja, entsteht dann ein Stoff, der so dicht ist, dass er richtig heiß wird. Und in dieser Hitze werden dann Kerne miteinander verschmelzen und, naja, dann sind wir schon beim Stern. Also aus etwas ehemals Kalten kann durch den Einfluss der Gravitation, der Schwerkraft, etwas entstehen, was viel weniger Information enthält. Nach diesem Temperaturbegriff, wenn die Information mit der Temperatur zusammenhängt. So, jetzt haben wir also Gaswolken, Sterne, jetzt müssen wir mal darüber reden. Wir können ja nun keine Thermometer da reinstellen. Woher kriegen wir überhaupt die Informationen über die tatsächlichen Temperaturen? Nun aus dem Licht der Atome. Die Atome geben entsprechend ihrer Energie gewisses Licht ab. Also Strahlung. Da haben wir das schon mal erledigt. Aber wie bitteschön misst man jetzt zum Beispiel die Temperatur von einer Galaxie? Eine Galaxie besteht aus Sternen, aus Gaswolken, aus Gas zwischen den Gaswolken und zwischen den Sternen und dann aus Sternleichen und alles Mögliche. Da kann man denn auch für Galaxien eine Temperatur angeben? Kann man, erinnern Sie sich? Hohe Geschwindigkeiten heißt hohe Temperaturen. Wie sind die Geschwindigkeiten von Sternen in der Nehmen wir mal als erstes eine Scheibengalaxie. Also eine Scheibengalaxie, die dreht sich ja. Also die meiste Energie steckt offenbar in der Rotation der Teilchen. Die Ausdehnung dieser Scheiben ist klein. Das heißt also, die Bewegung dieser Teilchen senkrecht, also in diesem Fall sind die Teilchen die Sterne, die Bewegung dieser Sterne senkrecht zur Scheibe ist viel langsamer als die Rotation. Man spricht von einem dynamisch kalten System. Was heißt das? Dynamisch. Man setzt einfach an, wenn Temperatur was mit Geschwindigkeit zu tun hat, dann ist die Rotationsenergie, die Temperatur in der Rotationsrichtung, na, das ist quasi keine, denn die Scheiben sind sehr dünn. Die Geschwindigkeiten zum Beispiel in der Scheibengalaxie von Sternen senkrecht zur Scheibe sind dagegen von 10, 20 Kilometer pro Sekunde. Ich meine, das ist immer noch schneller als das, was momentan bei uns Formel 1-mäßig realisiert wird. Aber es ist halt im Vergleich zu den 220 Kilometer pro Sekunde, mit der die Dinger sich drehen, ein Klacks, ist gar nichts. Wie ist es bei elliptischen Galaxien? Nun, Ellipsen sind ja riesengroße Kugeln. Wie werden die stabilisiert? Also Scheiben werden durch die Rotation stabilisiert. Ellipsen sind riesengroße Kugeln. Die Sterne in diesen großen elliptischen Galaxien bewegen sich praktisch wie Bienen in einem Bienenschwarm. Also die haben unglaublich hohe Geschwindigkeiten, mit der sie da durcheinander sausen. Und die ganze Galaxie dreht sich so gut wie gar nicht. Na, was glauben Sie? Was sind diese Systeme? Sind sie kalt oder heiß? Nein, sie sind natürlich heiß. Elliptische Galaxien sind dynamisch heiß. So, jetzt kommt's. Jetzt kommt einer. Kalte Systeme sind instabil. Da entstehen Strukturen wie zum Beispiel Spiralarme. In den Spiralarmen werden neue Sterne entstehen. Zum Beispiel wir sind ganz in der Nähe eines Spiralarms, ohne ihn wirklich zu kreuzen. Aber jedes Mal dann, wenn also ein Spiralarm entsteht, entstehen Sternentstehungsgebiete, in den Sternentstehungsgebieten entstehen Sterne und so weiter und so weiter. In elliptischen Galaxien, da ist ein solcher Durcheinander, da hat es einmal einen richtigen Sternentstehungsausbruch gegeben, das war's. Also wir haben jetzt heiße Systeme, die sind stabil, und da gibt es keine Sternentstehungswellen.
Und kalte dynamische Systeme, die sind instabil und da werden ständig neue Sterne aufgebaut. Und deswegen sind wir ja auch zum Beispiel in der Milchstraße, einem dynamisch kalten System. Denn die Sonne ist ein Stern der dritten, vielleicht sogar der vierten Generation. Jetzt sind wir bei den ganz großen Objekten. Was haben wir denn mit Galaxienhaufen? Ja, die sind heiß. Die sind wahnsinnig heiß. Die haben 100 Millionen Grad, denn die geben Röntgenstrahlung ab. Warum? Naja, die Galaxien fliegen durch das Gas mit Geschwindigkeiten von bis zu 1000 Kilometer pro Sekunde. Und wenn man diese Geschwindigkeiten in Temperatur umrechnet, denken Sie an das Auto, bumm, dann kriegt man eine sehr hohe Temperatur. So, jetzt sind wir also soweit angekommen, dass wir die größten Strukturen im Universum tatsächlich im Griff haben. Die sind offenbar, wird alles immer heißer, je größer die Massen sind, die daran beteiligt sind. Ja? Und jetzt kommen wir zur Frage, wie kalt ist das Universum selber? Das Universum, das kann ich Ihnen sagen, ist kalt. Unglaublich kalt. Minus 271 Grad Celsius. So grob, Pi mal Daumen. Das muss auch so kalt sein, denn das Universum ist alt. Alt und kalt. Nun, das Universum expandiert ja, nicht? Und als es jung war, das Universum, war es klein, dicht, heiß und enthielt wahnsinnig wenig Information. In den frühen Jahren, als das Universum, sagen wir mal, so 300.000 Jahre alt war, da hatte das eine Temperatur von 4.000 Grad. Ja, wollen Sie in einem Universum leben, das 4.000 Grad hat? Nee, können Sie auch gar nicht. Das Universum muss kalt sein, damit A, die Sterne weit genug voneinander entfernt sind, damit sich Planeten bilden können, denn nur Planeten können sich nur dann bilden, wenn schwere Elemente da sind. Dafür brauchen wir aber einige Sternengenerationen. Wir können also nur als Beobachter in einem Universum sein, wenn man so sagen will, das kalt ist, das nämlich groß genug ist und durch die Expansion hat sich dieses Universum ja abgekühlt. Also, das jetzige Universum ist kalt. Es ist aber nicht nur kalt, es ist unglaublich symmetrisch. Denn die Strahlung, die es abgibt, ja, es ist wie bei einem schwarzen Körper, fast perfekt ein schwarzer Körper, ein Körper, der thermodynamisch im Gleichgewicht ist. Das Universum heutzutage ist kalt und leer. Ein Teilchen pro Kubikmeter, minus 270 Grad Celsius. So, jetzt sagen Sie mir mal eines. Können Sie sich vorstellen, dass in einem solchen leeren Raum, der so kalt ist, es irgendwo Kreaturen geben kann, die darüber nachdenken, wie kalt oder wie alt oder was auch immer das Universum ist? Offenbar, denn wir sind ja da. Warum? Weil es Inseln gibt, in diesem Meer der Kälte. Und in diesem Meer, das ja praktisch so dünn ist, dass man kaum darüber reden mag, gibt es Inseln, in denen die Ordnung sehr hoch ist. Ein Stern ist viel ordentlicher als das Universum. Ein Planet ist viel ordentlicher als ein Stern. Lebewesen sind viel ordentlicher, haben viel mehr Information als Nichtlebewesen. Und zu guter Letzt bleibt zum Beispiel so eine Struktur wie unser Großhirn, ja, mit seiner Dichte und mit seinen Möglichkeiten an Schaltungen. Wir sind Größenordnungen von diesem homogenen und völlig informationslosen Universum entfernt. Das heißt, es muss unglaublich viel passieren, damit in einem Universum ein solches Paradies wie die Erde entstehen kann. Jetzt sind wir wieder am Zuhause angekommen. Auf unserem Planeten entstehen Dinge, die sonst im Universum wahrscheinlich gar nicht vorkommen. Die Temperatur des Universums ist heute so, dass Lebewesen in diesem Universum entstehen können. Und nur deswegen, weil das Universum so kalt ist, sind wir überhaupt hier. Also wie soll man sagen, ne? Dem Mensch ist es gelungen, die schlimmsten Wüsten zum Blühen zu bringen. Die einzige, die ihm noch hartnäckig Widerstand leistet, ist sein Gehirn.